Weil über den Süden können wir sie, glaube ich, gar nicht verlassen. Ah, hier ist schon wieder eine Quelle. Und da springen sogar Fische. Ach, sowas sind die schönen Momente im Spiel. Ist mehr oder weniger eine Quelle, kann man sagen. Hier läuft nämlich der Fluss hier drüben in den Berg rein und drückt da ganz leicht wieder raus. Dadurch entsteht da wohl der kleinere Bach. Also fast sowas wie eine natürliche Stauwehr. Also ein natürlicher Damm, könnte man fast schon sagen. Also kein richtiger Damm, der es blockiert, sondern ein Damm, der den Wasserdurchlauf verringert. So. Hier sind wir wieder unten am Fluss. Hier gabelt sich der Fluss sogar ein bisschen. So, dann hier rüber. Nee, ich gehe hier außen rum. Hier, wo wir unserem schnellsten Pseudo-Lucky Luke begegnet sind. Und ja, das soll eine Anspielung auf Lucky Luke gewesen sein. Weißt du was, nimm doch einfach mal seinen Kettenpanzer mit. Das ist nämlich gutes, solides Eisen. Ja? Das ist doch noch ein bisschen was wert. Ja, solche Sachen nehme ich doch mit. Genauso wie Plattenpanzer, die wir jetzt gerade anhaben. Oh, hi. Wieder ein paar Skelette, diesmal mit Hämmern. So, behämmerte Skelette. Und ja, es ist Nacht. Da kann es öfter vorkommen, dass wir auf Skelette treffen. Ihr seht aber komisch aus. Oh. Hey, du. Hier, mein kleines Hündchen, los, komm schon mit nach Hause. Entschuldigt, es tut mir ja schrecklich leid, euch zu stören, aber könntet ihr mir helfen? Ich habe meinen Hund verloren und kann ihn nicht wiederfinden. Er hat wahrscheinlich schon schreckliche Angst. Ein Kind, was beim Dunkeln nach einem Hund sucht. Hast du keine Eltern, die dir helfen könnten? Es ist gefährlich, allein hier draußen zu sein. Eltern? Ja, ich bin mit ein paar Verwandten hier, aber sie waren für einen Moment weg und plötzlich bin ich alleine. Wir wollen vielleicht eines Tages hierher ziehen, aber ich kenne mich hier noch nicht aus. Ich kann nach Hause gehen, kein Problem, aber ich muss erst Rufi zurückhaben. Könntet ihr mir helfen? Talisa ist gut, also klar, mein Kleiner, ich helfe dir gerne. Woran kann ich ihn denn erkennen? Ihr helft mir, ja, ich danke euch vielmals. Es wird alles wieder gut. Der arme Rufi ist fremde Orte und Leute einfach nicht gewohnt. Ihr werdet ihn bestimmt erkennen, wenn ihr ihn seht. Denn was Niedlicheres gibt es nicht. Hier nehmt auch dies, es ist sein liebstes Spielzeug. Er wird euch für Freunde halten, wenn ihr es in den Händen habt. Nochmals vielen Dank. Tagebuch. Ich traf außerhalb von Naschke ein Kind namens Albert. Er bat mich, seinen kleinen Hund Rufi zu suchen. Er hatte eine so unschuldige Art, dass ich einfach nicht Nein sagen konnte. Er gab mir ein Kauspielzeug zum Anlocken seines kleinen Freundes. Rufis Kauspielzeug. Es besteht aus blutigen Fleischfetzen, die von einem Knochenstück unbekannter Herkunft herabhängen. Ihr glaubt, ein paar Metallteile an diesem undefinierbaren Klumpen entdeckt zu haben, aber ganz sicher seid ihr nicht. Ja, ein tolles Kauspielzeug. Und soweit ich weiß, versteckt sich Rufi hier in der Nähe im Wald. Ich habe nämlich ich vergesse nämlich immer, wo sich der Junge rumtreibt. Ich habe nämlich schon ein paar Mal wie blöd nach dem Hund gesucht.
weil ich es immer wieder vergessen hatte, aber ich glaube, der war im Wald hier ganz in der Nähe. Also hier oben Richtung Ausgang. Für die Gefallenen! Skelette mit Bögen. Für die Gerechtigkeit. Euer Leben liegt in meiner Hand. Sind ja schon ein bisschen gefährlicher. Ja, kommt. Tötet das Skelett, danke. Und dann suchen wir weiter nach Rufi. Der müsste aber, soweit ich weiß, hier irgendwo sein. Ich glaube, hier in dem Waldstück treibt er sich herum. Ja, ich höre schon mal bellen. Oder war das Wolfsgeheul? Ja, da ist Rufi. Er war zuerst aggressiv. Und wer... Berühren Sie mich nicht. Sie sind nicht sauber. Haltet Einreise aus dem Norden. Idee kriegt, wie den amtliches Gebiet hat. Vielleicht seid ihr gekommen, um unsere Truppenaufstellung auszuspionieren, die ihr hier vermutet. Ist schon komisch, was für dummes Zeug ihr Barbaren aus dem Norden manchmal im Kopf habt. Wer seid ihr und was wollt ihr? Ich bin Sendai aus dem Hause der sandigen Kaufmanns Agrim, der bedeutendsten Familienamt. Denkold, Alexander und ich sind hierher gekommen, um Wild zu jagen, obwohl ihr bereit eine bessere Beute wärt. Ich nehme an, ihr hättet kein Problem. Was für ein Monster ist das, das seine Mitmenschen wie wilde Tiere jagt? Ihr seid streitlustig, kleines Fräulein, und ich glaube, ihr werdet eure Worte bald bereuen. Nein, was für Monster sind das, die Mitmenschen mit Tieren jagen? Natürlich war das nicht ernst gemeint. Das habe ich nur zum Spaß gesagt, aber ihr mit eurer Barbarenmentalität musstet meine Worte natürlich missverstehen. Ich habe jetzt keine Lust darauf, hier irgendwelches Blut zu vergießen. Sicher, meine Dame, wir gehen jetzt. Lebt wohl, einfaches Volk. Ich wünsche euch viel Glück auf euren Reisen. Das war nämlich eigentlich nur versnobte, war wahrscheinlich nur eine versnobte amtliche Adlige, die hier auf der Jagd ist. Und die einen Kopf kürzer zu machen, ist auch nicht gerade das Heldenhafteste. Nur weil sie dämlich ist. So, wir haben ja fast alles erkundet. Können wir hier oben irgendwo wieder durch? Ne, da gehen wir hier unten durch. Und ja, wenn ihr euch Rufi so anguckt, sieht er aus wie ein Schreckenswolf. Und er wollte uns sogar gleich angreifen. Hätte er nicht das Kauspielzeug in Talisas Hand gesehen. So, bringen wir Rufi mal zurück zum Kind. Und ja, ich hätte die beiden, ich hätte die drei töten können, aber... Das könnte ich, kann ich beim nächsten Mal mit meinen Barden machen. Aber Talisa ist echt für sowas nicht geeignet. Die tötet keine Leute nur aus Dummheit. Ich meine, gut, hätten sie uns jetzt doch angegriffen, hätten wir uns natürlich verteidigt. Aber irgendwelche Wildfremden zu töten, nur weil sie Blödsinn reden. Gut, sie haben uns bedroht, das ist auch wieder so eine Sache. So, das Gebiet ist aufgedeckt. Da ist der Junge. Albert. Ihr seht aber komisch aus. Rufi, mein kleiner Schnuckiputzi, mein kleiner wuscheliger Rufi. Du. Du kleiner frecher Ausreißer, hab viel tausendmal Dank. Ich werde dieses kleine, alleingelassene Hündchen jetzt wohl besser nach Hause bringen.
Hier, das ist auch was zum Kauen. Wo wir hingehen, gibt's mehr davon. Nochmals vielen Dank. Ihr seht aber komisch aus. Albert hat sich gerade in was Großes, Böses verwandelt. Zeit, sich auf den Heimweg zu machen, Rufi. Dir werden die neuen Höllen besser gefallen als diese kalten Breiten. Und weg sind sie. Was zur Hölle? Ich traf außerhalb von Naschke ein Kind namens Albert. Er beitet mich sein Kleid. Ja, das hatten wir. Ich rette den kleinen Rufi und brachte ihn zu dem Kind namens Albert zurück. Ich möchte überhaupt nicht wissen, wohin sie gegangen sind. Wenn ich Glück habe, finde ich es nie heraus. Ja, Albert war ein Teufel. Ein Batetsu. Die leben in den neuen Höllen. Nicht zu verwechseln mit Dämonen übrigens. Die leben im Abyss, die Tanari. Gut, wir haben aber die Quest abgeschlossen. Haben wir dafür was gekriegt? Nein, wir haben nur den Gegenstand, aber 1000 Erfahrungspunkte. Das ist doch schon mal ein guter Sprung. Düda hier hat fast wieder ein Level ab. Jo. Danach braucht sie so viel wie immer wieder auf Level 5. Und bei Yahira sieht man jetzt schon, für den Krieger braucht sie mehr Erfahrungspunkte als für den Druiden. Also wird sie jetzt öfter aufsteigen. Nur halt nicht in beiden Stufen. In beiden Klassen. So, sehr gut. Wir verlassen dieses Gebiet. Ziehen jetzt in das Gebiet wieder. So. Und dann werden wir uns hier umgucken. Ihr habt eine Aufgabe? Erstmal jedoch heile Ich ich ein habe den bisschen. ganzen Tag schon genug geschuftet, Sklaventreiber. Was wollt Hast du ihr? noch eine Heilung? Ja, hast du, dann heile ich mal selber. Oh, ich war ein bisschen müde. Weil unsere Gruppe ist erschöpft vom langen Reisen. Schlaf. Wir sind jetzt schon wieder über einen Tag unterwegs. Also werden wir kurz rasten. Da nimmt sich aber Düna hier mal kurz zwei von den Zaubern und identifiziert gleich die beiden Sachen. So. Erfolgreich geruht. Armbänder der Bogenschützen. Armbänder der Bogenschützen, der Beschützer des Tals. Beim gefährlichen Zusammentreffen mit einem rivalisierenden Herrscher forderte der König des großen Tals zusätzlich zu seiner normalen Garde den Schutz seiner besten Bogenschützen an. Die Bogenschützen, die jeder mit einem verzauberten Bogen und verzauberten Armbändern ausgestattet waren, versteckten sich in Reichweite des Schauplatzes für die Zusammenkunft. Wie erwartet versuchten feindliche Truppen, den König zu ergreifen und seiner Herrschaft ihren Willen aufzuzwingen. Aber sie hatten nicht mit der unglaublichen Zielgenauigkeit der verborgenen Bogenschützen gerechnet. Der König konnte unverletzt entkommen und keiner der Angreifer sollte die Möglichkeit haben, sich ihm je wieder zu nähern. ETW plus 2 nur Geschosswaffen. Bringt dir das was, Immun? ETW 17. ETW 15. Ja. Es macht auf jeden Fall den Bogen zielgenauer. Was Immun richtig tödlich macht. Und dann nochmal das hier. Schurkenrupe. Plus 1 gegen Spalten und Rettungswurf gegen Tod. Einer der Lieblingsgegenstände von zauberkundigen Dieben ist die Schurkenrupe, die so verzaubert wurde, dass sie ihren Träger vor den Klingen und Giften jeder dunklen Gasse geschützt. Wie bei anderen Gegenständen dieser Art ist ihre Anwendung jedoch auf die Studenten des Geheimnisvollen beschränkt. Ja. Das heißt, diese Robe kann nur ein Magier tragen. Gut. Im Zauberbuch mal kurz wieder umswitchen. So. Und dann speichere ich mal wieder ab. MP 008. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.